Hallo, ganz herzlich willkommen hier bei Campus TV. Freut mich, dass ihr bei uns seid. Und heute leiten wir den Sommer ein. Wie wir das genau machen, das zeigen wir euch gleich. Zuvor ein kurzer Blick auf unsere Themen. Datenschutz. Was wissen wir über die Sicherheit unserer geteilten Daten? Finnbahnlauf. Lässige Dozenten treffen auf motivierte Studenten. Stupawahl. Ein neues Parlament wird gesucht. Bei uns ist gleich die Vorsitzende des Studierendenparlaments. Und Wakeboarding. Kühle Erfrischung im Sommer. Ja, rasend schnell verbreiten sich private Dinge im Internet, vor allem dann, wenn man sie in sozialen Netzwerken teilt. Aber wie steht es eigentlich um unsere Daten und was passiert, wenn diese in falsche Hände geraten? Wir haben euch zu diesem Thema befragt. Was glaubt ihr? Alles nur Panikmache oder klebt auch ihr eure Kamera vom Laptop zu? Ja, meine ist abgeklebt tatsächlich. Nein. Vom Handy nicht, vom Laptop schon. Nein, auch nicht. Ob mit dem Smartphone oder Computer, die Bielefelder Studierenden posten, teilen und liken, was das Zeug hält. Aber auch abseits von sozialen Netzwerken können sensible Daten ungewollt im Netz landen. Wie gehen die Studierenden damit um? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich großartig für meine Daten interessiert, von daher. Also ich habe immer so Angst, dass irgendwer meine Fotos für irgendwas missbraucht, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man die Reichweite da nicht so richtig einschätzen kann, inwieweit die Daten jetzt nicht geschützt sind oder geschützt sind. Es hat halt jeder irgendwie schon mal so einen blöden Facebook-Kommentar geschrieben oder so, ne, wo man dann denkt, ja, der ist jetzt da. Dass halt allgemein Dinge, die nicht jeder wissen soll, weitergegeben werden, vor allem auch meine Nummer oder Fotos oder sowas, das finde ich nicht schön. Wenn ich gehackt werde, dann ist es halt scheiße. Und ich habe einfach so ein bisschen Vertrauen in die Menschheit, dass das nicht passiert. Es fällt halt schon auf, dass viele wirklich mit ihren Daten sehr um sich schmeißen. Teilweise fällt es auch leicht, wenn man zum Beispiel den Klarnamen hat von Leuten auf Facebook. Es ist eine Sache von 3 Minuten meistens, die Adresse rauszufinden und die Telefonnummer und alles. Und ich denke, da gibt es vermutlich schon noch deutlich Verbesserungsbedarf. Einige Studierende sind offenbar verunsichert. Der Verein Digital Courage setzt sich seit fast 20 Jahren für Datenschutz ein und weist auf die Gefahren hin. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, ne? Also es können, was weiß ich, Passwörter geklaut werden für das E-Mail-Postfach. Ich kann gestalkt werden über Wochen, ohne es zu merken. Es kann passieren, dass irgendwann irgendein Arbeitgeber mal feststellt, ach, hier, die Person hat ja dann und dann dieses und jenes Bild gepostet. Die will ich vielleicht nicht in meinem Team haben und so weiter. Also das Schwierige ist eben nicht genau zu wissen, was in Zukunft mit den Daten gemacht werden kann. Der Uni-Alltag ohne Facebook und WhatsApp? Undenkbar. Wie gelingt es trotzdem, seine Daten zu schützen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe nicht überall das gleiche Passwort zum Beispiel. Auf sichere Passwörter achten, auf Privatsphäreneinstellungen bei Facebook und anderen Social-Media-Seiten und all sowas. Also erstmal darauf achten, was man in welchem Ausmaß angibt. Ich poste nicht unbedingt viele Fotos von meinem Sohn. Regelmäßig bei Facebook den Datenschutz aktualisieren, halt gucken, dass nur Freunde die Sachen einsehen können, generell online quasi nur mit einem Alias unterwegs sein, also anonym. Das Wichtigste, was ich mache, ist, dass ich das Tracking von Google ausschalte. So ganz planlos scheinen die Leute auf dem Campus nicht zu sein. Weitere Ideen gibt's vom Experten. Das ist halt das Gute. Es gibt ganz viel, was Menschen tun können. Das erste ist, freie Software verwenden, also Linux statt Windows. Verschlüsselung nutzen, das heißt sowohl für Instant Messaging als auch für E-Mail. Organisieren, also sprich mitmachen bei Initiativen, zum Beispiel bei der Hochschulgruppe von Digital Courage. Und bei jedem Schritt genau überlegen, will ich das jetzt gerade preisgeben und ist das der richtige Kanal, um das zu tun? Die Meinungen gehen stark auseinander. Einige nehmen den Schutz ihrer Daten sehr ernst. Andere sind sich keiner Gefahr bewusst oder geben die Verantwortung weiter und hoffen, dass nichts passiert. Festzuhalten bleibt, dass in der heutigen Zeit jeder ein Bewusstsein für seine Daten entwickeln und sich mit deren Schutz auseinandersetzen sollte. Kein Mensch kann wissen, was Daten in Zukunft bedeuten. Also dieses Nichts-Verbergen-Argument ist ganz, ganz schwierig. Ist aber ganz fest verankert so bei Menschen im Kopf. Aber ist tatsächlich Quatsch. Und ich komme aus dem Osten, in einem Land, in dem es eine Stasi gab. Ich habe auch die Stasi-Akte meiner Eltern gesehen. Ja, Menschen haben was zu verbergen. So. Auf jeden Fall.
Dozenten, Sie können streng, nett, fair oder auch unfair gegenüber uns Studenten sein. Aber beim traditionellen Finnbahn-Meeting müssen Sie sich mit den Studenten Ihrer Fakultät arrangieren. Denn nur zusammen können Sie die 10 Kilometer lange Strecke absolvieren. 33 Teams haben das in diesem Jahr wieder versucht und meine Kollegin Naima Shahin war für uns vor Ort. 10 Kilometer sind für jedes Team beim traditionellen Laufevent der Uni Bielefeld zurückzulegen. Ganz wichtig, eine reibungslose Staffelübergabe. Organisiert wird das Finnbahn-Meeting von Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Das Seminar trägt den Titel Außerunterrichtliche Sportangebote an öffentlichen Schulen. Angehende Sportlehrer erproben dann im Rahmen des Seminars eben die Organisation einer solchen Veranstaltung. Und die Organisation beginnt dann routinemäßig so im April mit Beginn des Sommersemesters. Seit 1983 treten die Teams auf der gelenkschonenden Laufstrecke gegeneinander an. Die Idee dazu hatte damals ein Sportprofessor. Also der Hauptgedanke war natürlich, eine Trainingslaufbahn zu haben. Aber der Hintergedanke war von vornherein, innerhalb der Universität dieses Meeting zu einem Begegnungskern zu machen für die Universitäten. Und zwar über die Fakultäten hinweg und auch über die verschiedenen Arbeitseinrichtungen. Und das klappt bis heute. Teams aus der ganzen Uni sind vertreten. Kostüme und selbstironische Namen gehören wie immer dazu. Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Naturwissenschaftler auf unglaubliche Weise aktive Läufer sind. Wir haben diesmal wieder mehrere, es mögen 5 oder 6 gewesen sein, Mannschaften aus der Fakultät für Chemie oder aus der Fakultät für Physik dabei gehabt. Aber es kann nur einen Sieger geben. Und das waren, wie schon in den beiden vergangenen Jahren, das Laufteam der Mathematiker. Und die sind stolz drauf. Wir laufen für die Fakultät für Mathematik. Wir sind das Team AAA, das steht für Analysis and Algebra. Wir treten zum 5. Mal an und wir haben jetzt zum 3. Mal in Folge gewonnen. So sehen Sieger aus, schalalala. So sehen Sieger aus, schalalala. So sehen Sieger aus, schalalala. Auch im nächsten Jahr findet das Finnbahn-Meeting wieder statt, wie gewohnt, am letzten Mittwoch im Mai. Vom 27. Juni bis zum 1. Juli diesen Jahres findet wieder die Studierendenparlamentswahl statt. In der Vergangenheit war die Wahlbeteiligung eher mau. Es könnte auch daran liegen, dass das Stupa kaum jemand kennt, obwohl es eben ganz zentral ist für das studentische Leben. Bei uns ist jetzt die Vorsitzende des Studierendenparlaments, Alina Scholz. Hallo erstmal, freut mich, dass du da bist. Hallo. Alina, was macht das Stupa genau? Was sind die Aufgabenbereiche? Also erstmal ganz wichtig, wir sind ein dreiköpfiger Vorsitz. Das heißt, ich bin nicht die alleinige Vorsitzende, sondern wir teilen uns das immer zu dritt. Und unsere Aufgabe, also wir sind das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft und wir haben vor allen Dingen die Hoheitskompetenz im Haushalt. Das heißt, wir beschließen den vor allen Dingen. Das heißt, alles an Sozialbeitrag, was alle Studierenden dieser Universität zahlen, wird von uns verwaltet. Aber ihr seid jetzt nicht das AStA konkret, sondern unterschiedlich. Der AStA, genau, wir sind nicht der AStA. Ja. Der AStA ist das ausführende Organ. Wir sind das Organ, das den AStA wählt und ihm auch Aufträge erteilt oder Arbeitsaufträge vor allen Dingen. Er arbeitet natürlich auch sehr selbstständig. Aber er hat zum Beispiel eine Berichtspflicht uns gegenüber. Gibt es denn bekannte Beispiele, die man kennt von den Beschlüssen vom Stupa? Wir haben jetzt gerade verhandelt, das ist Anfang dieses Jahres in Kraft getreten, dass der Hochschulsport zum Beispiel größtenteils gebührenlos bleibt. Das ist Verhandlungsauftrag vom Studierendenparlament gewesen. Jetzt kennt man ja den Hochschulsport, aber eben nicht der Stupa. Warum ist das so? Warum kennt das im Prinzip keiner? Oder fast keiner? Das ist eine gute Frage. Warum kennt uns keiner? Ich weiß nicht, es gibt ja immer nur einmal im Jahr diese große Wahlwerbungsaktion und dann versuchen alle Listen immer wieder darüber aufzuklären, was das Stupa ist. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau erklären, warum das nicht durchkommt. Vielleicht liegt das zum Beispiel an der ersten Begrüßung, da wird immer der AStA sehr groß vorgestellt, aber nicht unbedingt das Studierendenparlament. Ja, ich weiß, dass wir sonst in diesen Ersti-Büchern zum Beispiel auch auf jeden Fall drinstehen und erklärt werden, aber ja, es ist halt Politik und das schreckt viele Leute ab. Das haben wir am Anfang schon gesagt, die Wahlbeteiligung ist sehr gering, auch weil der Bekanntheitsgrad gering ist. Gibt es Konzepte oder Ideen, das irgendwie in naher Zukunft zu ändern? Da ist ja nicht das Studierendenparlament selbst für verantwortlich, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass unser Auszählsystem funktioniert nach der Hand, das heißt, kleine Listen werden bevorzugt. Und solange unsere Wahlbeteiligung so gering ist, profitieren natürlich kleine Listen davon. Und
ist es natürlich dann manchmal auch im Interesse von diesen Listen, dass die Wahlbeteiligung gar nicht so hoch ist. Aber wie legitim ist das denn dann, wenn wir wie bei der letzten Wahl unter 10% Wahlbeteiligung haben? Das war ja nicht nur letzte Wahl so, das war auch die vergangenen anderen Wahlen so. Jeder, der wählen geht, ist natürlich eine Bereicherung und jeder, der möchte, dass der Beitrag, den er zahlt, auch sinnvoll eingesetzt wird, der muss wählen gehen. Also nur weil man bezahlt, hat man nicht automatisch das Recht auf eine sinnvolle Verwendung, sondern das muss politisch eben mitbestimmt werden. Und deswegen einfach der Appell, geht wählen. Genau. Kurzes positives Schlussstatement, warum sollte man jetzt zur Wahl gehen? Weil das die einzige Möglichkeit ist, dass aktives Leben an der Universität mitgestaltet wird. Wir machen ganz viele kulturelle Projekte, der Hörsaal-Slam zusammen, zumindest wurde die letzten Jahre mitfinanziert. Fachschaften und Ersti-Tage werden von uns mitfinanziert und auch viele andere coole Projekte. Man muss eben nur vorbeikommen und sie beantragen. Also halten wir fest, was wir am Anfang gesagt haben, das AStA ist nicht der Stupa. Und damit man am kulturellen Leben hier mitbestimmen kann, muss man auch dann wieder zur Wahl gehen. Vom 27. Juli bis zum 1. Juli ist das. Alena Scholz war das, die Vorsitzende des Studierendenparlaments. Danke, dass du heute da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, Sport geht immer im Winter wie im Sommer. Allerdings wird es im Sommer schnell zu heiß und das Chillen in der Sonne wird den sportlichen Aktivitäten vorgezogen. Da ist es doch gut, wenn man eine Wakeboard-Anlage in der Region hat. Joel Neubacher hat für uns eine getestet und hat damit Erfrischung und Sport zusammengebracht. Ich bin heute im schönen Kalletal. Im Hintergrund seht ihr schon die Wasserski- und Wakeboard-Anlage am Campingplatz in Fahrenholz. Das Wetter spielt leider heute nicht so mit, aber ich wage mich trotzdem aufs Board. Zum Fahren brauche ich einen Neoprenanzug, eine Prallschutzweste und einen Helm. Auch das Board darf nicht fehlen. Rein in die Schuhe und festgezogen. Ich will ja nicht aus den Latschen kippen. Jetzt kann's losgehen. Die Anlage wird gestartet und ich darf sogar als Erster aufs Wasser. Ob mir der Start gelingt? Das war wohl nichts. Aber auch nach weiteren Fehlstarts gebe ich nicht auf. Dann endlich, ich stehe auf dem Wasser. Kleine Platscher bleiben trotzdem nicht aus. Und für die ein oder andere Erfrischung ist auch gesorgt. Ja, am Anfang ist das halt sehr individuell. Jeder braucht am Anfang kürzer oder länger, meistens 1 bis 2 Stunden, bis man den Start vernünftig hinbekommt. Dann kommen auch die ersten 1, 2 Runden, die man dann mal komplett fahren kann. Man ist immer sicherer auf dem Wasser und dann dauert es eigentlich auch nicht mehr lange, bis man dann über Kicker oder Butterbox oder andere Objekte im Wasser fahren möchte. Ich habe meine ersten Runden jetzt gedreht. Es macht unfassbar viel Spaß. Und jetzt schauen wir mal, ob ich nicht das ein oder andere Hindernis bewältigen kann. Die Funbox ist kein Problem. Wie sieht's mit dem Kicker aus? Ja, wenn man das erste Mal auf den Kicker drauf zufährt, sollte man beachten, dass man nicht besonders schnell ist, sondern man kann einfach erstmal drauf zufahren, sich dann von der Leine drüber ziehen lassen. Wichtig ist dabei eventuell, dass man ein bisschen in die Knie geht dabei und bei der Landung, also sich in der Luft wieder gerade macht und bei der Landung wieder mit den Knien dann abfedert. Klappt doch! Meine ersten Versuche sehen im Vergleich nicht ganz so grazil aus. Aber ich habe gute Vorbilder, die mir ihre Tricks verraten können. Wer sicher auf dem Board steht, kann sich an Spraytricks und Ollies wagen. Für Mutige steht auch Anspruchsvolles bereit. Ich hatte heute eine Menge Spaß. Die Sonne ist auch noch mal rausgekommen und ich bin jetzt ganz schön erledigt. Wenn ihr auch Lust bekommen habt, dann schaut doch mal bei einer Anlage in eurer Nähe vorbei. Man braucht etwas Geduld, aber es lohnt sich. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Normalerweise präsentiert uns ja das Seminar Vorsicht Dreharbeiten spannende Kurzfilme zu ganz unterschiedlichen Themen. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. Allerdings findet das Uni-Videomagazin in diesem Jahr nicht wie gewohnt am letzten Vorlesungstag statt, sondern am 8. Juli. So, das war's wieder von uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.